Wir kommen zur Figur des Monats. Ja, die große Kür steht wieder an. Und das ist eine Person, die ich schon sehr, sehr länger genau für solche, für diese Kategorie, die wir immer wieder bespielen hier, im Auge hatte. Weil es ist für mich die perfekte Figur. Es ist eine typische Figur und sie übt leider ein wichtiges Amt aus, wird aber aus meiner Sicht, ja, ist eher dem Amt, nicht dem Amt verpflichtet, sondern derjenigen, die an den Fäden dieser Figur ziehen. Und das ist Stefan Harbart. Er bekleidet ein sehr, sehr hohes Amt und zwar ist Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Klar, die meisten von euch kennen ihn, aber es ist erstaunlich, wie viele Stefan Harbart wahrscheinlich nicht kennen, wenn man sich mal so umhören würde. Ja gut, ich weiß nicht, ob seine eigenen Eltern ihn überhaupt kennen, aber ich gehe mal davon aus. Warum glaubst du, der ist verletzt worden in der Kindheit? Nee, es gibt das Witzige, es gibt im Griechischen ein Sprichwort, man benutzt es quasi, man sagt, nicht mal seine eigenen Eltern kennen ihn. Also das heißt so viel wie, er ist komplett unbekannt einfach. Ja, Stefan Harbert ist halt so eine Person, die eigentlich extrem relevant ist, aber irgendwie kennt man ihn nicht wirklich, also außerhalb bestimmter Kreise. Genau, ja, weil er eigentlich erstaunlich wenig im Fokus steht. Und, zumindest in dieser massenmedialen Aufbereitung. Und ja, wir beginnen mal mit der Laudatio. Das hat er sich verdient. Wir sollten da noch so eine pathetische Musik einführen jetzt hier. So. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Vielleicht sollten wir ans Bundesverfassungsgericht so einen Plastikpokal schicken. Ja, stimmt, genau. Wir müssen uns ein Ja, bisschen besser aufziehen noch, finde ich. Aber das ist Zukunftsmusik. Ja, wir fangen mal an. Seit Mai 2020 ist er Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Er wurde im Bundesrat einstimmig gewählt. Und ja, er hat als Vorsitzender des Bundesverfassungsgerichts, als Präsident, ein wegweisendes Urteil diesen Monat auf den Weg gebracht, was unser Aufhänger dafür ist, ihn mal des Lebenswerks aber auch zu würdigen. Und zwar die einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen das Coronavirus ist verfassungsgemäß. Da können wir alle beruhigt sein. Sie haben das geprüft, das ist verfassungsgemäß. Da geht alles mit rechten Dingen zu. Die Regierung hat super gehandelt. Die haben das alles schon im Blick gehabt. Und ja, jetzt können wir eigentlich auch die Sendung beenden, oder sowas? Ist ja alles gut in ja, Deutschland. ja, genau. Ja, okay. Also super Urteil, Stefan Harbert. Nee. es geht natürlich noch weiter. Also, mal Schluss der Ironie. In diesem Urteil wurden eben nicht gewisse Dilemmata abgebildet, die wir unter anderem auch schon auf Generaldebatten aufgezeigt haben, dass eine Impfpflicht eigentlich ja im Grunde eine Körperverletzung ist laut Strafrecht und diese erstmal diesen Fremdschutz mit sich bringen muss, was bei der Impfung gegen SARS-CoV-2 sehr, sehr schwach ausfällt, wenn überhaupt. Aber all diese Sachen wurden überhaupt nicht diskutiert, berücksichtigt, widerlegt, durchdekliniert. Sondern es wurden unter anderem RKI-Sachverständige gefragt, ja, und herangezogen und es wurde sich auf RKI-Lageberichte berufen, unter anderem mit Zahlen, die vom Verfassungsgericht als Beweis für die geringere Ansteckungsgefahr seitens Geimpft herangezogen wird, ja, wodurch man dann vulnerable Gruppen in, ja, zum Beispiel Krankenhäusern oder Altenheimen und so weiter schützen kann vor dem Virus. Aber diese Zahlen, das ist ein bisschen blöd gelaufen, da ist ein Fehler passiert, die beziehen sich eigentlich nur auf das Risiko, schwer zu erkranken, gar nicht auf den Fremdschutz. Aber es werden sicherlich noch andere Argumente da gefallen sein. Aber Fehlanzeige. Also es würde kein unabhängiger Sachverständiger gefragt, es wurde eine Behörde zitiert, die dem Gesundheitsminister untersteht, den eigentlich ja das Bundesverfassungsgericht in diesem Verfahren kontrollieren müsste. Es wurde eben nicht erklärt, warum es zu rechtfertigen ist und nach welchen Mustern und wie weit das im Grunde jemand, der auch nur als Handwerker in einem Krankenhaus arbeitet und da einen Auftrag kriegt, unbedingt eine Pflichtimpfung über sich ergehen lassen muss, was einer Körperverletzung gleichkommt, im Grunde, ja, wenn er dem nicht zustimmt. All das wurde eben nicht abgewogen und das Bundesverfassungsgericht ist ja eigentlich auch so eine Art Richtungsgeber für untere Gerichte. Ja, also da gibt es ja gewisse Grundsatzentscheidungen und daran können sich dann untere Gerichte, sollte denn so ein Rechtsstreit mal vorliegen, orientieren. Aber dieses Urteil ist dafür nicht geeignet. Das sagt nicht nur ich, das haben auch schon diverse Juristen gesagt. Also es gibt ein Video zum Beispiel von der Kanzlei Rohring, glaube ich, auf YouTube, dazu,
die das dann auch so ein bisschen kritisiert hat. Und da fragt man sich ja wirklich, was ist dieses Verfassungsgericht eigentlich wert, wenn es seinen eigentlichen Kernaufgaben gar nicht nahe kommt, sondern eigentlich nur noch im Nachhinein das Regierungshandeln legitimiert. So kommt es einem ja zumindest vor. Ja, und ich finde generell, dass die Verflechtung von der Politik und der Wirtschaft halt ein großes Problem ist. Also gerade im Hinblick darauf, dass jemand wie Habert, der früher als CDU-Politiker tätig war, überhaupt oberster Richter werden kann in unserem Land und auch zum Beispiel als ja, Anwalt damals eine Wirtschaftskanzlei große Unternehmen vertreten hat und jetzt eigentlich unabhängig sein soll. Also ich finde, das sind einfach Widersprüche und da sollte es eigentlich grundsätzlich eine Debatte darüber geben, ob das halt, ob wir das so haben möchten, dass diese Verflechtungen einfach hingenommen werden. Und also ich finde, es ist ein großes Problem grundsätzlich. Jetzt. Naja, gut, grundsätzlich ist ja auch das Problem, dass Verfassungsrichter ja vom Bundestag im Grunde bestimmt werden. Also da schließen sich dann die verschiedenen Fraktionen zusammen und der Präsident des Verfassungsgerichts wird ja vom Bundesrat entschieden. Also das sind dann im Grunde die Vertreter der Landesregierungen. Und gerade im Thema Corona haben ja die Ministerpräsidenten der verschiedenen Länder ja auch eine ganz große Rolle dann gespielt und ja auch im Grunde Kompetenzen gehabt in dieser Ministerpräsidentenrunde, die ja so verfassungsgemäß ja eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Und dieser Stefan Habert ist halt wahrscheinlich aber trotzdem jemand, der nochmal krasser mit den politischen Strukturen verflechtet ist. Er ist seit 2018 Verfassungsrichter, hat zuvor aber noch nie als Richter gedient. Also er ist eben nicht durch diese juristische Institution gegangen. Er hat eben nicht die Erfahrung gesammelt, wie es ist, als Richter zu arbeiten, sondern nur als Anwalt. Das ist ja ein völlig unterschiedliches Arbeiten im Grunde. Er hat in Heidelberg studiert, er hat ein Referendariat beim Kammergericht in Berlin gemacht, er hat in Heidelberg promoviert. Dann kam ein Master of Laws an der Ivy League an der Universität Yale, ja, an einer Elite-Uni. Und währenddessen war er Rechtsanwalt oder währenddessen war er schon Partner, ja, während seinem Studium und nach seinem Studium war er Rechtsanwalt in der Großkanzlei Sherman & Sterling. Ja, Sherman & Sterling ist eine ziemlich interessante Kanzlei, weil das ist auch so ein Elite-Kader, die unter anderem gerade an der Universität Yale ihre zukünftigen Anwälte rausholen. Sherman und Sterling haben schon zum Beispiel die Ford Company beraten und Familien wie Rockefeller. Also die sind da sehr miteinander verknüpft. Ja, es ist eine internationale Kanzlei und Kanzleigründer John William Sterling hat auch seinen Abschluss an Yale gemacht und war Mitglied der Geheimgesellschaft Skull and Bones. Und nach dem Tod hat er der Uni dann Vermögen gespendet. Ja, also diese Kanzlei ist auch schon mehrere hunderte Jahre alt, glaube ich sogar. Und über Skull and Bones kann man eine eigene Sendung machen. Vielleicht machen wir das auch irgendwann. Aber das ist ja auch so ein, das ist eine, wer das nicht kennt, das ist eine Studentenverbindung an der Uni Yale. Und da kommen jedes Jahr eigentlich nur noch 15 frische junge Männer. Also das sind, glaube ich, immer noch keine Frauen erlaubt, wie ich das weiß. Weißt du das besser? Nee. Ich glaube, nur Männer, nur junge Männer kommen dann zusammen in diese Verbindung rein, die werden dazu berufen, also da kannst du jetzt nicht einfach vorbeikommen und sagen, oh, ich würde gern mitmachen. Und jedes Jahr, also 15 in den ganzen USA, kommen in diese Skull and Bones Verbindung. Und das ist eigentlich bekannt als so eine Art Elite-Kader, ja, von Leuten, die überproportional oft in ganz hohen politischen Ämtern landen, in ganz hohen juristischen Ämtern oder dann eben ganz, ganz oft wirtschaftliche Erfolge vorweisen können. Also es gibt unzählige Staatssekretäre, Minister, die aus diesen 15 pro Jahr resultieren. Es gab, glaube ich, schon mittlerweile 4 Präsidenten, die Bonesmen waren, die aus Skull & Bones kommen. Im Präsidentschaftswahlkampf 2004, glaube ich, als George W. Bush gegen John Kerry angetreten ist. War das 2004? Ich glaube schon. Oder? Ja, es war 2004, ja. Da war sowohl John Kerry als auch George W. Bush aus Skull & Bones, aus diesem Elite-Kader. Ja? Also der Bush-Clan ist da ganz groß vertreten gewesen. Sogar Bushs Großvater war schon bei Skull & Bones. Übrigens sehr eng vernetzt mit den Nazis, mit den deutschen Nazis, ja. Sein Vater natürlich auch und dann eben auch George W. Bush. Und dann treten also zwei Präsidenten gegeneinander an, die aus einer
elitären Studentenverbindung stammen, die höchste Loyalität von ihren Mitgliedern abfordert, wo bekannt ist, dass da irgendwelche Vernetzungen schon stattfinden im Hinblick auf später, die dann als ideologische Gegner gegeneinander antreten. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja? Und die kommen beide aus Skull and Bones. Ja. Ja klar, ich meine, man sieht es auch gerade im obersten Gerichtshof in den USA, dass wo die Richter natürlich auch politisch bestimmt werden durch den Senat und es da einfach auch enge Verflechtungen zwischen den Richtern und der Wirtschaft beziehungsweise gewissen Lobbyinstitutionen gibt in den USA. Also die Richter werden größtenteils aus bestimmten Institutionen heraus oder Vereinigungen heraus gewählt. Zum Beispiel die Federal Society, die einen Großteil der konservativen Richter stellt und die beeinflussen dann auch die Auswahl der Kandidaten. Also Trump hat zum Beispiel eine Liste vorgeschlagen bekommen an konservativen Richtern und hat sich dann im Grunde genommen anhand dieser Liste einen Richter ausgesucht, den er dann später zum obersten oder zu einem Richter ernannt hat im obersten Gerichtshof. Und das ist halt auch so ein großes Problem. Also das sehen wir jetzt auch in Deutschland, diese Verstrickung zwischen der Wirtschaft und jetzt auch dem Gerichtswesen im Grunde genommen. Also ist ein großes Problem, wenn du Landesregierungen hast, die im Grunde genommen die Richter auswählen, die dann über die obersten Gesetze entscheiden im Land. Also das hat ja große Auswirkungen. Ja, wie gesagt, und bei diesem Harbert kommt halt auch dazu, also Harbert ist nicht offiziell Mitglied bei Skull and Bones gewesen. Die Mitgliederliste ist sowieso geheim, aber hin und wieder kommen halt ein bisschen was an die Öffentlichkeit. Also es ist nicht bewiesen, dass Harbert jetzt selber bei Skull and Bones war. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, weil er halt eben Deutscher ist. Aber er war eben dann sehr, sehr früh in seinem Studium Partner und dann später ja auch Mitarbeiter bei Sherman & Sterling. Und das ist ja auch eine Kanzlei, die immer wieder diese juristischen Karrieremenschen hervorbringt. Unter anderem Brett Kavanaugh hat auch für diese Kanzlei gearbeitet. Den kennen wir auch noch. Ja, war unter anderem, ist unter anderem auch immer noch, glaube ich, Verfassungsrichter im Supreme Court. Und ist der noch oder hat den die Affäre da weggespült? Ich glaube, der ist noch, oder? Nee, der ist noch. Ja, genau. Zum Beispiel jetzt. Und viele andere auch. Also viele, viele Staatssekretäre und auch, ich glaube, ein paar Justizminister kommen dann aus dieser Kanzlei. Also er ist dann, Stefan Harbert ist halt dann eben auch mit diesem amerikanischen Establishment verbunden und von diesen so ein bisschen hochgezüchtet worden. Ja, wenn er das mit den Russen mal gemacht hätte, ne, dann wäre er jetzt weg vom Fenster. wir machen mal weiter mit seiner Karriere. Nämlich parallel zu seinem beruflichen Aufstieg hat er eine Parteikarriere in der CDU gemacht und da ist er schon mit 16 in die Junge Union eingetreten und mit 44 war er dann stellvertretender Vorsitzender der CDU-Bundesfraktion. Also es war jetzt auch nicht nur irgendein Abgeordneter und Hinterbänkler, sondern der hatte dann schon auch eine leitende Funktion in dieser Fraktion. Also er musste schon die Parteilinie mittragen, er musste sich entsprechend die Verbindungen aufbauen und er hat auch gewisse Verantwortung dann gehabt. Er hat dreimal eine Direktwahl in den Bundestag bekommen in seinem Wahlkreis Rhein-Neckar. Er war CDU-Vorstand in Baden-Württemberg, also er hat da Sitze gehabt. Er war jetzt nicht der Vorsitzende, aber er war im CDU-Vorstand. Ja, 2018 galt er dann als ein Kompromisskandidat als Verfassungsrichter. Und zwar einigten sich dann Union, SPD, Grüne und FDP auf ihn. Ja, die zwei Abtrünnigen wollen wir mal nicht erwähnen. Die zählen nicht. Und für die für die Wahl erforderliche Zweidrittelmehrheit kam also dann zustande. Ja, mit seiner Kanzlei hat sich Harbert gerne gut dotierte Mandate gesichert. Also er hat während seiner Parteitätigkeit und seiner Tätigkeit als Abgeordneter eine Kanzlei gegründet, eine Privatkanzlei, die unter anderem ihm gehörte. Und damit hat er eben nicht irgendwelche Drogendealer vertreten oder was auch immer, sondern zum Beispiel im Zuge des Abgasbetrugs um VW dann eben den Automobilkonzern, obwohl er eigentlich im Bundestag ja für die Aufarbeitung dieses Skandals mitverantwortlich war. Als unter anderem CDU-Obmann des Rechtsausschusses. Also da gab es wirklich mehrere Interessenkonflikte auf einmal. Aber es ist erlaubt in Deutschland. Ne? Es ist nichts Illegales, was er gemacht hat. Ja, also solange es nicht illegal ist, alles gut.
Wenigstens fällt er nicht unter die Chatkontrolle. Dann ist er schon mal gut. Ja, im Rechtsausschuss des Bundestages stimmte Herr Habert unter anderem auch dafür, das Thema Volkswagen von der Tagesordnung zu nehmen. Ja, da hat er dann schon mal seine anwaltliche Tätigkeit gestartet wahrscheinlich. Ja, und er hat genau, er verzögerte den Mindestlohn und trat für härtere Sanktionen bei Arbeitslosen ein. Also Na gut, aber ist natürlich. du musst ja auch bedenken, dass er sich als Anwalt dann ja auch jederzeit für die Arbeitslosen einsetzen würde. Ne? Also nicht Ja, nur, also klar, wenn dann der VW-Auftrag natürlich dann erledigt ist. natürlich, er würde sich für Arbeitslose einsetzen, wenn sie sich einen Anwalt leisten könnten. Ja, na, ich meine, er ist Also. ja aus Überzeugung Anwalt geworden und Klar. mit der Überzeugung Gutes zu tun. Ich meine, ich habe ja nichts gegen seine Tätigkeit als Anwalt, aber ich finde halt das problematisch, dass er das mit der Politik und jetzt mit dem Justizwesen vermischt. Also gerade seine Tätigkeit als Politiker davor, als Anwalt der Wirtschaftskanzlei und dann jetzt eben als Richter am obersten Gerichtshof. Das ist halt das Problem für mich. Naja, es sind ja mehrere Gewalten, die eigentlich getrennt sein sollten, überschneiden sich halt da. Und das ist ja kein Ja. Einzelfall. Also wenn man sich zum Beispiel Wolfgang Kubicki anguckt, der vertritt einen der Angeklagten im Cum-Ex-Prozess zum Beispiel, ja. Und das ist ja auch eigentlich ein Ding, was der Bundestag aufarbeiten sollte, ja. Und ein Abgeordneter, ich meine, es gibt so viele Spitzenanwälte in Deutschland, die mit dem Bundestag, ja, zumindest vordergründig nichts zu tun haben, aber es muss Wolfgang Kubicki sein. Ja, und der gibt sich dann auch dafür her, den zu vertreten, obwohl das eigentlich gerade ein Riesending im Finanzministerium war, ja, wo ja auch ein Insider gearbeitet hat, der dann gewisse Liberalisierungsgesetze vorangebracht hat, was diese Geschäfte angeht, und wo ja auch noch längst nicht alles aufgearbeitet ist, wie da die Politik drin verstrickt ist. Ja, also Stichwort Olaf Scholz und Johannes Kahrs und so weiter. Wolfgang Kubicki vertritt dann einen der Hauptdrahtzieher oder einen der Hauptprofiteure dieses Cum-Ex-Geschäftes. Ja, und er muss dann aber gleichzeitig im Bundestag, muss er dafür sorgen, dass es anständig aufgearbeitet wird. Ja, und das muss eigentlich auch dafür sorgen, dass diese Geschäfte der Vergangenheit angehören. Das ist, für mich ist das, sind das Interessenskonflikte. Du kannst nicht einfach über Nacht sozusagen, oh, jetzt bin ich aber in einer anderen Tätigkeit, komplettes Gegenteil von dem machen, was du in der anderen Arbeit machen musst. Ja, du kannst nicht einerseits VW als Anwalt vertreten und die sozusagen für diese Seite argumentieren und gleichzeitig als CDU-Obmann im Rechtsausschuss dafür sorgen, dass das Ding aufgearbeitet wird und dass da gewisse Sachen ins Tageslicht kommen. Diesen geistigen Spagat kriegst du nicht hin. Das Genau. ist einfach so. Ja. Das ist rein menschlich schon so. Das ist das Ja, große klar. Problem. Du kriegst auch das ist ja im Grunde auch allein, dass er CDU-Mitglied ist und zwar ein hochrangiges CDU-Mitglied war. Ja, also wie gesagt, stellvertretender Bundesfraktionsvorsitzender. Das ist wie wenn du einen Schiedsrichter bei einem Fußballspiel hast, jetzt in Bezug auf dieses Verfassungsgericht, ja. Und dieser Schiedsrichter, der pfeift unter anderem eine Mannschaft, wo er noch Vereinsmitglied ist und wo er vor einem Jahr noch Trainer war. Ungefähr so ist es. Es ist vergleichbar damit, ja. Du kannst nicht objektiv die Politik der Regierungsparteien beurteilen. Schon gar keine Politik, die wie bei diesem Corona-Impfpflichtgesetz oder jetzt auch bei der Bundesnotbremse, die er auch durchgewunken hat, die dann halt auch deine eigene Partei zu verantworten hat, ja, oder andere Kontakte, die du da geknüpft hast. Der Typ ist im Kopf Politiker. Ja, wenn oder halt einfach Handlanger von irgendwelchen Wirtschaftseliten. Der kann nicht sofort umschalten und sagen, okay, jetzt überwache ich euch aber, liebe CDU. Ja, ich bin aber trotzdem noch CDU-Mitglied und habe da jahrelang Diäten abgestaubt und mich in der Parteilinie nach oben geschleimt, ja. Das funktioniert so nicht. Vergiss es. Also deutsche Justiz und Unabhängigkeit ist doch sehr in Zweifel zu sehen, wenn man sich mal den Werdegang und das Wirken von Stefan Habert anguckt. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, genau. Ich mache noch mal kurz einen Rausschmeißer. Am 30. Juni 2021 trafen sich einflussreiche Mitglieder des Bundeskabinetts und Stefan Habert und andere Verfassungsrichter bei einem Abendessen. Und Habert selber soll anscheinend laut Informationen der Welt am Sonntag den Anstoß gegeben haben, die Tagesordnung zu verändern, und zwar im Hinblick auf Corona. Und also
Es lagen mehrere Anträge auf den Tisch, zum Beispiel den Antrag zur Bundesnotbremse, den verfassungsrechtlich zu prüfen, ja. Und du sitzt dann mit den Leuten, die das zu verantworten haben, als zuständiger Richter mit am Tisch, mit deinen Kollegen auch noch. Und du bringst dieses Thema selber auf die Tagesordnung. Obwohl du genau weißt, ah, da steht noch was aus, da steht ein Urteil aus. Allein, dass du dich mit denen triffst zum Abendessen, ist schon verwerflich, ja, weil das eine gewisse Nähe erzeugt, die du nicht einfach ausknipsen kannst. Aber dann sprichst du auch noch das Thema an, was irgendwie im Raum steht und worüber dann die nächsten Wochen entschieden werden wird. Und was übrigens auch für Deutschland ziemlich krasse Urteile sind, weil ich meine, wir hatten halt nun mal massivste Grundrechtseinschränkungen, die auch in der deutschen BRD-Geschichte zumindest beispiellos sind. Ja? Und darüber muss er dann entscheiden und da muss er dann Grenzen setzen. Aber genau diejenigen, die es zu verantworten haben und wo er das eigentlich neutral prüfen muss, mit denen spricht er dann mal über das Thema. Ja, wie sieht es denn aus und was gibt es denn da für Schwierigkeiten und keine Ahnung. Das ist unglaublich, ja. Und das sind handfeste Skandale. Das sind für mich Rücktrittsgründe. Schon längst. Ja, normalerweise. Ja, aber es gibt keine Rücktritte mehr. Zumindest nicht, wenn es um solche Dinge geht. Wie gesagt, wenn er diese Verknüpfungen nicht zur amerikanischen Elite hätte, sondern zur russischen, wäre das was ganz anderes. Ja. Dann gäbe es diese Rücktrittsgründe. Naja, gibt es noch ein abschließendes Wort zu sagen? Dann übergeben wir den Preis symbolisch. Ja, ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, Also, wirklich verdient und. großartige Leistung. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich jemals diesen Preis gewinnen werde. Deswegen kann ich nur den Hut davor ziehen, vor seiner Leistung. Ja, und ich meine, die Liste ist ja noch nicht so lang von denjenigen, die den Preis gewonnen haben.